Machen wir vorne das nächste Spiel. Ein echter Klassiker der Bundesliga, eigentlich auch ja, das Topspiel. Ist das Topspiel? Nee, nicht ganz. Borussia Mönchengladbach gegen den SV Werder Bremen im Borussia-Park. Und ja, hättet ihr mich gefragt, vor dem letzten Spieltag, wie das Spiel ausgeht, hätte ich wahrscheinlich so 3-0 getippt. Hätte ich wahrscheinlich so 3-0 getippt für die Gladbacher. Aber jetzt nach dem letzten Spiel, denke ich mal, es wird eher eine etwas knappere Kiste. Gladbach hat ja 4-2 verloren gegen die gegen Leverkusen da. Ja, wobei man auch sagen muss, das Ergebnis war eigentlich nur ein bisschen zu niedrig. Ja. Weil die Tore, die Gladbach gemacht hat, waren eigentlich einfach nur Fehler, dumme Fehler von Leverkusen. Vor allem der von Leno zum zwischenzeitlichen 2-2. Also da hat man dann den Gegner doch wieder sehr unnötig stark gemacht. Und Leverkusen hätte eigentlich auch noch ein paar machen können. Gladbach aber sehr heimstark. Das hat man im Spiel gegen Hannover gesehen. Bei Bremen mache ich da diese Saison eigentlich gar keinen großen Unterschied, ob die zu Hause oder auswärts spielen. Die spielen halt einfach ihren Stiefel darunter, stehen sehr defensiv, sehr kompakt. Versuchen halt erstmal keinen reinzukriegen. Gut, wenn man letzte Saison 66 Gegentore gekriegt hat, dann ist das auch schon mal ratsam. Und ja, deswegen noch mehr zu den Personalien. Gesperrte Spieler gibt es nicht. Fritz müsste auf Seiten von Bremen wieder da sein. Dann natürlich die große Frage, spielt denn der Franco Di Santo? Heute ein Interview mit ihm gelesen in der Bild-Zeitung, was war schon. Ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Typ. Macht einen sehr guten Eindruck. Er hat ja gegen Dortmund, wurde eingewechselt. Ja, wurde eingewechselt, hätte fast ein Tor gemacht. Hat Weidenfeller dann war noch... War ein guter Schuss, du. Also, da wird man dann sehen, was er dann so drauf hat. Gut, er war ja umsonst, kostet 2 Millionen im Jahr Gehalt. Das ist auch bezahlbar, wenn man dann bedenkt, dass Aftic ja, glaube ich, ungefähr das Gleiche verdient hat. Und man spart ja jetzt vielleicht auch bald das Geld für Akbala, je nachdem. Wird er verliehen oder was haben sie vor? Also Reading hat es ja, glaube ich, im Probetraining gemacht. Füllkrug wurde ja verliehen, das ist auf jeden Fall auch eine ganz gute Aktion. Dass der Junge dann bei Fürth jetzt eine Saisonspielpraxis sammelt und dann wieder zurückkommt, das finde ich auch gut. Und ja, Bremen, wie gesagt, wird man dann sehen müssen. Ich denke mal, wenn sie jetzt diese Saison nicht so viel mit dem Abstieg zu tun haben, dann wäre das schon nicht schlecht. Und ja... Was ist, gut, Gladbach noch. Kruse ja ganz gut eingeschlagen, das hat man auch erwartet eigentlich. Ja. Raphael auch, kann man auch sagen, er macht auch bis jetzt ganz gute Spieler gemacht. Gut, defensiv waren sie jetzt nicht so gut gegen Leverkusen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ter Stegen ist ja auch ab und zu mal immer für den Bock gut, hat aber bis jetzt eigentlich auch noch keinen gehabt. Und ja, Darms ist, glaube ich, verletzt, soweit ich das weiß. Ich weiß nicht, ob er schon wieder da ist, er hat, glaube ich, gegen Leverkusen nicht gespielt. Wer hat denn da gespielt? War das Wendt? Das kann sein. Ich weiß es nicht. Ja gut, Dominguez ist ab und zu mal für den Bock gut hinten bei Gladbach. Gut, aber... Also ich denke, insgesamt wird Gladbach 3-1 gewinnen, das Spiel, denke ich mal. Also ich denke, 2-1 oder 3-1, die werden auf jeden Fall gewinnen.